Und es stimmt alles. Sehr gut. Sie haben wirklich gründlich recherchiert. Schön, das freut uns. Wir haben auch recherchiert, dass das, was Sie uns da mitgebracht haben, dieser wunderschöne Hund, dass der auch ein Fotomotiv ist, und zwar sogar Titelmodel hier von der Autobiografie. Um wen handelt es sich da? Er kommt mehrfach im Buch vor. Ich habe ihn gesehen, auch andere Hunde. Ja. Was ist das für einer? Chico? Das ist Chico. Chico ist eine Tel Aviver Promenadenmischung und er gehörte meinem Schwiegersohn. Und dann hatte der Schwiegersohn eine Weile bei mir gelassen, weil er unterwegs war. Und dann haben wir beschlossen, wir bleiben zusammen. Und was sagt Ihr Schwiegersohn dazu, dass Sie den Hund jetzt quasi einfach übernommen haben? Den haben wir nicht gefragt. Er wusste ja, bei wem der Hund ist. Und Chico ist, glaube ich, mit der Existenz sehr zufrieden. Wir sehen ihn leider nicht, weil er sich so ein bisschen versteckt. Aber wenn Sie ihn sehen könnten, würden Sie sehen, wie er seinen Kopf nach oben hält, sein Härchen anhimmelt, sich streicheln lässt. Was ist das für eine besondere Beziehung zwischen Ihnen und diesem Hund? Na, es gibt eine besondere Beziehung zwischen Menschen und Hunden überhaupt. Das ist das einzige Tier, das auf diese Weise domestiziert wurde. Mhm. Und ich hatte immer Hunde. Ich bin mit Hunden groß geworden. Und ich finde, dass Loriot vollkommen recht hatte, als er sagte, man kann ohne Hunde leben, aber es ist ein sinnloses Leben. Ja, er hat es, glaube ich, auf den Mops bezogen, ne? Ja, aber ich habe das generalisiert. Das gilt für alle Hunde. Hm? Mops wäre mir zu begrenzt, wissen Sie. Darf der Hund mit ins Bett bei Ihnen? Das ist nein, immer so die Frage, an der sich die Geister scheiden. Ja, ja. Nein, das nicht, das nicht. Er hat, gestern hat es versucht, aber da habe ich ihn ausgelagert, aber wir waren in einem Hotel und er fühlte sich irgendwie einsam. Ich weiß von Ihnen, dass Sie schlecht schlafen, weil wir gründlich recherchiert haben. Weil Sie ein Foto gesehen haben, das wirklich alle Grenzen der Peinlichkeit sogar Ihre Kostümierung weit übertrifft. Sie haben in ihrem Buch sogar eine Doppelseite mit Hotelbetten abfotografiert, in denen Sie geschlafen haben. Ja. Warum schlafen Sie schlecht? Weil ich schlecht träume. Und ich träume schlecht, weil ich schlecht schlafe. Und weil ich halt meistens mit einer unfertigen Geschichte ins Bett gehe und dann die Geschichte zu Ende träume. Und dann prügle ich mich in meinen Träumen. Und ich versuche, die CSU zu wählen in meinen Träumen. Und dann wird das ein Albtraum, weil ich doch bei Frau Merkel lande. Und ja, deswegen schlafe ich so schlecht. Und ich schlafe seit einem Jahr mindestens genauso schlecht wie Herr Söder, weil ich mir die gleichen Sorgen mache wie er. Im Ernst. Und wegen der Flüchtlings... Nein, wegen der ganzen Situation des Landes. Es ist doch erstaunlich, dass man ein Land innerhalb eines Jahres dermaßen runterregieren kann. Nicht? Das ist schon eine große Leistung. Finde ich persönlich noch viel beachtlicher als die Leistung von Beckenbauer. Zumal sie ja nicht ehrenamtlich erfolgt ist. Gesehen, ich muss es jetzt nochmal ansprechen, aber Icy Ice, du hast dir richtig in die Faust gebissen gerade, ne? Als über die Obergrenze für Flüchtlinge die Rede war. Wie siehst du das? Oh, das ist ein schwieriges Thema. Bist du für eine Obergrenze, ja oder nein? Ich finde, es gibt zu viel Ober in diesem Land, ja. Mhm. Ja. Nee, ich bin auf jeden Fall dagegen, so, weil... also ich bin kein Fachmann, ich habe keine Ahnung, aber ich bin immer für die Liebe und ich bin immer gegen den Hass. Und ich finde, dass alle Argumente, man dann auch das, was Herr Söder gerade gesagt hat, mit den Gebieten, wo die Clans regieren, sowas gab es auch vor der Flüchtlingskrise. So, das sind die Folgen von einer Politik wie Gentrifizierung und dass die Wohlhabenden alleine unter sich sein wollen und die anderen, die da kommen, die sollen mal schön da irgendwo in die Außenbezirke. So. Und man kann sich das alles so drehen und wenden, wie man will, aber ich will auch, es ist auch, man kommt sich auch selber komisch vor, wenn man Merkel verteidigt, so, das hätte ich mir auch nie träumen lassen, aber ich muss das machen, weil ich finde das toll zu sagen, wir schaffen das. Mhm. Ganz einfach. Vielleicht können wir, bevor wir mit meinem bemerkenswerten Buch weitermachen, vielleicht können wir noch einen Satz dazu sagen. Es geht nicht um die Frage der Obergrenze. Es geht vor allem darum, was wir diesen Menschen antun, um uns zu beweisen, dass wir die Guten sind. Es gibt furchtbare Situationen. Wir holen sie her. Wir haben sie unter Vortäuschung falscher Tatsachen hergeholt, worunter die Selfies der Kanzlerin noch das harmloseste war. Sie leben in Lagern, sie haben miserable Perspektiven. Ich habe auf der Herfahrt im Autoradio gehört, in einem der neuen Bundesländer Sachsen oder Sachsen-Anhalt haben 200 Flüchtlinge eine Arbeit gefunden. Das ist ein großer Erfolg gemeldet von Zehntausenden. Wir tun denen etwas Furchtbares an, indem wir sie herholen, damit wir damit glänzen können. Die eigentliche humanitäre Aufgabe wäre da gewesen, dafür zu sorgen, dass sie nicht fliehen müssen.
Genau. Und das ist zu spät gewesen. Ja. Ja, aber man kann immer noch damit anfangen, die Ursachen zu bekämpfen. Von ja, all den Sachen, die weshalb Ursachen die überhaupt herkommen. Befrieden die sind haben arabisch geholt, die kommen her, weil wir alles bei denen zerstört haben. Aber man kann doch zum Beispiel nicht sagen, dass dieses Land nicht alles gibt und leistet an Hilfe und Unterstützung. Die Frage ist doch nicht, ob man nicht helfen will, sondern ob es Grenzen dafür gibt und ob es sinnvoll ist, im Rahmen der Hilfe dann eine unkontrollierte Zuwanderung zu machen. Die Frage ist das, aber auch, ob... aber um das geht es doch, die Frage. Ist eine unkontrollierte Zuwanderung wichtig und unter welchen Bedingungen in der Zukunft die gesellschaftliche Entwicklung ist? Und da bin ich halt der Meinung, jeder, der dann hier ist beispielsweise, muss sich an unsere Werten, Sitten und Gebräuchen anpassen und nicht umgekehrt. Entschuldigen Sie, man kann die Frage etwas weiter fassen. Warum wir? Warum hat kein anderes Land, Schweden ausgenommen, diese Art von Willkommenskultur gepflegt? Und die Schweden haben übrigens mit dieser Art von Willkommenskultur noch vor uns Schluss gemacht. Und ihre Kanzlerin hat leider übersehen, dass ihr politisches Schicksal von den Balkanländern gerettet wurde, die die Route dicht gemacht haben, wogegen sie dann symbolisch Sturm gelaufen ist, wenn sie innerlich dafür dankbar war, dass ihnen die Arbeit, dass ihr die Arbeit abgenommen wurde. Also warum wir? Warum haben die Franzosen nicht diesen moralischen Impetus? Die Spanier oder die Ostländer? Weil wir mal wieder die Weltmeister des Guten sein wollen. Es gibt in Deutschland keine Zwischentöne, wissen Sie? Wir sind entweder die größten Schurken der Weltgeschichte oder die größten Gutmenschen der Weltgeschichte. Und im Moment glaube ich... Aber was ist man denn lieber? Ach, das ist die einzige Alternative? Nee, aber jetzt mal ganz ernsthaft. Zwischen Auschwitz und Aleppo gibt es keine Alternative? Oh, Digga, Alter. Nein? Nee, aber ja, entschuldigen Sie bitte. Das ist alles was ist mir lieber? Ist die Frage. Natürlich ist mir lieber, wenn Leute gerettet und nicht vernichtet werden. Aber das ist keine Art von Politik, ich bitte Sie. Das ist so, als würde ich sagen, ich werde entweder Politiker oder Einbrecher. Da müsste es zwischendurch noch was anderes geben, oder? Herr Broder, so kennt man Ich wollte nur Chico ins Bild bringen. Lassen Sie, ich frage mich nur einmal. Warte, ganz kurz, Daniel. Ich weiß, das ist ein ganz wichtiges Thema, über das könnten wir jetzt anderthalb Stunden sprechen. Und es war mir auch ganz wichtig, dass wir dem Ganzen auf jeden Fall einen Exkurs geben, weil ich dich vorhin gesehen habe, wie du dir in die Faust gebissen hast. Das mache ich schon die ganze Zeit. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir leider immer nur 2 Stunden für diese Sendung. Und Sie haben gerade gesagt, Sie sind eigentlich da wegen des bemerkenswerten Buches. Aber ich finde eine Brücke. Denn Sie sind ja ein Mensch, der viele Schlachten geschlagen hat, der seine Meinung äußert, so wie Sie es gerade gesagt haben. Ich finde schon, Sie haben sich immer sehr eingesetzt für Ihre Meinung. Warum findet man in diesem Buch, Sie haben eine Autobiografie geschrieben, warum findet man da so viele schöne Momente, wenn Sie an Ihr Leben zurückdenken? Also, Sie sind 70 geworden und Ihr Freund Leon... Ach, das hätten Sie jetzt nicht sagen müssen. Leon de Winter hat gesagt, dass es ein unglaublich zärtliches Buch ist und dass Sie auch ein Romantiker sind. Ja, mein Freund Leon sieht es so. Ich sehe mich selbst nicht so. Es gibt noch einen zweiten sehr schönen Text von Elke Schmitter in dem Buch. Und ich habe die Autobiografie auch nicht geschrieben. Es ist eigentlich das erste meiner Bücher, mit dem ich nichts zu tun habe. Zusammengestellt aus Ihren Fotos? Ja, zusammengestellt aus meinen Fotos. Meine Frau hat den Titel geliefert. Chico hat Modell gestanden für das Titelblatt. Und die Zusammenstellung hat ein junger, sehr, sehr begabter Fotograf gemacht. Tim Max einer. Es ist auch ein kleines Bild von ihm in dem Buch dabei. Und ich habe das Ergebnis staunend und mit Wohlwollen entgegengenommen. Warum haben Sie so viele Fotos gemacht in Ihrem Leben? Ich weiß es nicht. Ja, das ist Tim Max einer jetzt, der die Zusammenstellung besorgt hat. Ich habe immer fotografiert, ich weiß nicht warum. Ich habe mich nie als Fotograf empfunden und ich habe auch nie daran gedacht, dass es in einem Buch enden würde. Ich habe das für mich gemacht, weil ich oft zu faul war, wenn ich unterwegs war, mir Notizen zu machen. Und dann habe ich einfach fotografiert, Kamera genommen, hingehalten, auf den Auslöser gedrückt. Ich habe keine Ahnung, wie man Blende einstellt oder Belichtungszeit. Das hat mich nie aufgehalten. Und was mich eigentlich beim Fotografieren am meisten beschäftigt hat, war so die Banalität des Alltags. Die meisten Journalisten, auch die Fotografen vor allem, die wollen unbedingt sehen, wie Angela Merkel auf einer Bananenschale ausrutscht. Nicht? Das finde ich langweilig. Oder sie wären so gerne bei einem Flugzeugabsturz dabei, direkt am Rollfeld. Ich habe jetzt ein sehr schönes Bild gemacht, als ich herrollte mit dem Auto, als wir herrollten, entschuldige Chico, auf einem Parkplatz von der Raststätte gab es 3 Parkplätze für Behinderte. Und das ist eigentlich das einzige Verbot, das ich bedingungslos einhalte. Sie stellen sich auf Behinderte? Nein, eben nicht. Ich beachte das. Ich halte das Verbot ein. Mhm. Ich lasse meinen Wagen nie auf einem Behindertenparkplatz stehen, egal wie lange ich ihn gucken muss. Also 3 Behindertenparkplätze und daneben 3 Frauenparkplätze. Also gehören Frauen quasi in die Kategorie der Behinderten. Ich finde das ganz irre. Ich weiß nicht, vielleicht hat das auch einen organischen Grund, dass die Frauen auf ihren Stöckelschuhen das nicht so lange in die Raststätte laufen müssen. Oh, Sie können sich gar nicht vorstellen, was ich auf 12 cm alles kann. Ja, das ist eine Qual. Sie werden von dem Frauenparkplatz nämlich Gebrauch machen. Da sind sie schnell in der Raststätte. Aber ich finde das so toll. 3 Behindertenparkplätze, 3 Frauenparkplätze.
Und ich denke, ja, das fällt mir dann auf. Und das ganze Buch besteht aus solchen Banalitäten. Und es sind sehr schöne Banalitäten, die durch viele Kontinente gehen und durch viele Jahrzehnte ihres Lebens. Ich habe es sehr gerne gelesen und ich habe auch ehrlich gesagt eine andere Seite von Ihnen angeschaut. Ja, die andere, ich habe eine andere Judith, von Ihnen kennengelernt. Aber ich würde zum Schluss aber noch die andere Seite kannten Sie doch gar nicht. Wir haben doch uns heute erst kennengelernt. Ich kenne Sie als Talkshow-Gast, ich kenne Sie in Ihren Essays und ich weiß, dass Sie sonst sehr streitbar sind. Ach so. Ja. So habe ich Sie nie kennengelernt, Hendrik. Aber Giovanni, wir waren schon seit 40 Jahren beim Entschuldige, ich habe mich versprochen. Aber letzte Frage. Jemand, der nachts nicht schläft, weil er sich Sorgen macht um Deutschland. Ja. Was wählt der denn? Was ich wähle? Ja. Ich weiß es nicht. Ich denke, das nächste Mal, entschuldigen Sie, Herr Söder, bei aller persönlichen Wertschätzung, das nächste Mal wird es die Tierschutzpartei sein. Gibt es die wirklich? Ja. Okay. Wunderbar. Vielen Dank, Hendrik Imbroda. Danke Ihnen. So, gut, du bist nicht.